Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beginne mit einer Schilderung eines Schülers aus einer 12. Klasse hier in Hessen. Aufgrund der 15 Personen pro Raum-Regel haben wir in unseren Englisch-LK in zwei Gruppen aufgeteilt. Diese Gruppen sitzen in unterschiedlichen Räumen, und deshalb muss unser Lehrer mit einer Bluetooth-Box über Telefon mit uns kommunizieren. Nicht nur ist die Unterrichtsqualität durch die Audioqualität und das Fehlen von Tafelbildern gemindert, es ist in der Gruppe, die in dem Raum mit der Box sitzt, unmöglich, sich überhaupt am Unterricht zu beteiligen. Inwiefern soll der Unterricht jetzt besser sein als die Gespräche und Konferenzen auf Zoom, die wir vorher hatten? Da konnte ich mich nicht anstecken und habe auch verstanden, was der Lehrer sagt. Dieses Beispiel aus dem aktuellen Schulbetrieb weist auf einige elementare Probleme der hessischen Schulpolitik unter Corona hin. Die Freien Demokraten haben ja auch einige von diesen Problemen in ihrem Antrag benannt. Seit dem 27.04. besuchen in Hessen wieder tausende Schülerinnen und Schüler die Abschlussklassen 9 und 10 sowie der Q2, also die 12. Klasse, den Schulunterricht. Ursprünglich geplant war, auch die 4. Klasse mit dazuzunehmen, so die Absprache der KMK. Gerade diese Kinder brauchen in ihrer Entwicklungsphase pädagogische Betreuung und Unterstützung. Gleichzeitig sind es aber auch gerade die Kinder, denen man eben keine Abstandsregeln vorschreiben kann. Schließlich klagte eine Schülerin und bekam vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof Recht. Manch ein Kind der 4. Klasse machte sich dennoch am 27.04. auf den Weg in die Schule, nur um anschließend wieder nach Hause geschickt zu werden, wenn es keinen Anspruch auf Notbetreuung vorweisen könnte. Aber an anderer Stelle, nämlich an vielen weiterführenden Schulen, war dafür an diesem Montag die Situation ziemlich schwierig. Ganze 5 Tage, darunter 3 Werktage, zuvor hatte das Kultusministerium einen Hygieneplan an die Schulen geschickt. 3 Tage zur Umsetzung eines Hygieneplans, das ist doch wirklich viel zu kurzfristig. Die Schulen hätten da deutlich mehr Vorlaufzeit gebraucht. Dazu kommt, dass dieser Hygieneplan des Kultusministeriums für die konkrete Organisation vor Ort kaum zu gebrauchen war, wenn man sich den anschaut. Der Herr Rock hat ja schon einiges reingeworfen. Neben Selbstverständlichkeiten wie der Notwendigkeit von warmem Wasser und Seife war eigentlich die grundlegende Botschaft, die bei den Schulen dann auch ankam, organisiert das gefälligst selbst. Keine Best-Practice-Beispiele, keine Mindeststandards, keine Unterstützung bei der Umsetzung. 2 Tage später und nach zahlreichen Interventionen seitens der Lehrkräfte und Elternverbände kam dann die Information, dass das Land 750.000 Mund-Nasen-Schutzmasken, 7.000 Schutzhandschuhe, Schutzkittel, Desinfektionsmittel beschafft. Immerhin, muss man ja fast sagen. Aber auch dies kam viel zu spät, und die Mengen reichen einfach nicht aus. Wenn man sich das einmal durchrechnet, wenn man davon ausgeht, dass pro Kind jeden Tag mindestens eine Maske gebraucht wird, reichen diese Vorräte gerade einmal eine Woche aus, vorausgesetzt, die Verteilung hat überhaupt funktioniert. An diesem Beispiel zeigt sich das grundlegende Problem der Krisenbewältigung seitens des Kultusministeriums. Verantwortlich für, wenn etwas nicht klappt, sind im Zweifel immer die anderen. Die Eltern, wenn Kinder keinen Mund- und Nasenschutz haben, die Schulleitung, wenn man nicht innerhalb von 3 Tagen einen Hygieneplan umsetzen und ausformulieren kann, die Lehrkräfte, wenn sie nicht genug Eigeninitiative zeigen und sich nicht komplett neue pädagogische Konzepte aus der Nase ziehen, und die Schulträger, wenn die Schulbauten marode sind. So geht es nicht. Der Kultusminister trägt eine Verantwortung für die von ihm beschlossenen Öffnungen der Schulen. So schön und harmonisch, wie es Herr Lorz gern darstellt, war die Öffnung der weiterführenden Schulen am 27.04. nämlich mancherorts überhaupt nicht. Abstandsregelungen konnten aufgrund mangelnder Räumlichkeiten nicht eingehalten werden. Schülerinnen und Schüler müssen selbst Desinfektionsmittel von zu Hause mitbringen. Stundenpläne mussten oft mehrmals revidiert werden. Lehrkräfte müssen Reinigungsaufgaben übernehmen und sollen Schülermassen an den Bushaltestellen unter Kontrolle bringen. Elterninformationen seitens der Landesregierung gab es keine. Viele Missstände sind aber nichts Neues. Alle, außer vielleicht Herr Schwarz, wissen, dass es an vielen hessischen Schulen einen erheblichen Investitionsstau gibt. Die GEW rechnet mit etwa 4 Milliarden €. Oft sind es gerade die Toiletten und Waschbecken, die in einem katastrophalen Zustand sind. Leider haben die regierungstragenden Fraktionen noch Anfang des Jahres unseren Antrag abgelehnt, den Bedarf der Sanierung der Schulen bei den Schulträgern abzufragen, um überhaupt einmal einen Überblick zu bekommen, wie der Zustand hessischer Schulen ist. Scheinbar können Sie, Herr Lorz, den Zustand der Schulen ganz gut verdrängen. Aber wie wichtig die bauliche Substanz der Schulen für elementare Hygiene ist, das zeigt sich doch gerade jetzt. Es hat einen Kultusminister zu interessieren, unter welchen Voraussetzungen Hessen unterrichtet wird, nicht nur während Corona.
Das gilt im Übrigen auch für einen angemessenen Arbeitsschutz für Lehrerinnen und Lehrer. Der ist aktuell an manchen Stellen nur noch ein frommer Wunsch. Die Einbeziehung von Personalräten in Arbeitsschutzfragen ist kein Nice-to-have, sondern Teil des Mitbestimmungs- und Informationsrechts. Das gilt im Übrigen auch für die Bestimmung der Risikogruppen. Wenn man die Organisation des Schulstarts auf die Lehrkräfte abwälzt, entstehen dort enorme Arbeitsbelastungen. Und das in einer Situation, in der rund 45% der hessischen Lehrkräfte über 50 sind und somit automatisch zur Risikogruppe gehören. Der eklatante Lehrermangel wird gerade jetzt in der Krise zu einer Gefahr für die Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung. So hat der Kultusminister zu drastischen Maßnahmen gegriffen, als er noch dachte, dass der Unterricht für die Viertklässler organisiert werden muss. Bereits in der Vergangenheit wurden im Grundschulbereich pensionierte Lehrkräfte zurückgeholt, Pensionierungen verschoben, Teilzeitverträge aufgestockt, und trotzdem reichen die Kapazitäten nicht. Und nicht einmal in dieser Ausnahmesituation ist die Landesregierung bereit, den Grundschullehrkräften das Gleiche zu bezahlen wie allen anderen Lehrerinnen und Lehrern. Ihre Weigerungshaltung gegen A13 für alle wirkt zunehmend grotesk und realitätsfern. Wir brauchen doch dringend eine Aufwertung der Erziehungsberufe und des Grundschullehramts. Das führt uns diese Krise doch eindeutig vor Augen. Stattdessen setzt man jetzt sogar auf Abordnungen von Gymnasiallehrkräften, und das ohne Rücksprache mit dem Hauptpersonalrat. Und das ist auch so ein Umgang mit den eigenen Beamtinnen und Beamten, Herr Lorz. Das geht einfach gar nicht. Insgesamt bleibt die Frage, warum hat die Landesregierung sich und den Schulträgern nicht mehr Zeit gelassen? Warum musste Hessen bereits am 27.04. die Schulen öffnen? Herr Wagner, hier beteiligt sich Hessen eben doch an den Überbietungswettbewerben, die Sie gestern kritisiert haben. Herr Wagner ist heute nicht da. Aber auch dort, wo es in der letzten Woche vermeintlich gut lief, und es gab es auch diese Beispiele, arbeiten Lehrkräfte und die Schulleitung oft am absoluten Limit. Dass jetzt noch mehr Schülerinnen und Schüler ohne Unterstützung vom Kultusministerium in den Ausnahmebetrieb integriert werden sollen, das sieht man äußerst kritisch. Wo sollen denn die zusätzlichen Räumlichkeiten herkommen? Und welche Lehrkräfte sollen den zusätzlichen Unterricht stemmen? Wie können Hygienepläne dann noch eingehalten werden? Wie sind Abstandsregeln den Grundschulkindern zu vermitteln? Zu all dem hat sich der Kultusminister eben noch nicht geäußert. Es wurden Zeitpunkte in den Raum geworfen, aber keine Konzepte und Hilfestellungen geliefert. Das gilt trotz eines mageren Leitfadens leider auch für das Homeschooling, welches für viele Schülerinnen und Schüler auch neben dem anlaufenden Präsenzunterricht weiter ein fester Bestandteil des Alltags bleiben wird. Aber dazu diskutieren wir ja später noch zum Gesetzentwurf der Freien Demokraten. Es fehlen dringend notwendige Antworten auf die Frage der inklusiven Beschulung. Gerade diese Kinder und Jugendlichen benötigen Unterstützung, tauchen aber in der Corona-Bewältigung der Landesregierung überhaupt nicht auf. Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten und sonstigem Förderbedarf, wie werden sie denn aktuell unterstützt von der Landesregierung? Gerade jetzt, wo das Homeschooling die soziale Spaltung unserer Gesellschaft weiter verschärft und die soziale Herkunft von Schülerinnen und Schülern ihr Recht auf Bildung mehr denn je beeinflusst, wäre es an der Zeit, grundlegend die soziale Selektivität unseres Schulsystems zu hinterfragen und nicht einfach wieder die Schritte zurück in die Normalität vor Corona zu unternehmen. Vielmehr ist es doch an der Zeit, große Schritte hin zu einem gerechteren, inklusiveren und moderneren Schulsystem zu gehen. Kleinere, passgenauere Maßnahmen, wie sie hier oft eingefordert werden von der Landesregierung, wie die Abschaffung der höchst selektiven Hausaufgaben, ließen sich sogar jetzt schon sofort umsetzen. Vielen Dank.